Damit herzlich willkommen zurück im LS19 Ostalgie-Projekt mit dem Randy. Guten Glück, hallo. So, letzter freier Tag, bevor die Realität wieder anfängt. Wie fühlen Sie sich? Bei mir weiß ich noch nicht, ob das so ist. Nö, ich meine so tendenziell. Ach, vorher war alles unreal? Ja, war ja so Feiertagslaune. Hier schmausen, da schmausen. Hier ein Wanz verloren, da ein Wanz verloren. Ja. Na, da kann man hier, lasst uns froh und munter sein. Und uns recht von Herzen freuen. Ja, jetzt geht er. Sie wieder dran. Auf jeden Fall. Lustig. Lalalala. Da geht der harte Arbeitsalltag wieder weiter. Stell ihn das mal hier so ab, wenn es angenehm ist. Ja, ne einen, ne? Naja, ich brauche aber die anderen auch nicht, deswegen, ich habe ja die Ladefläche. Ach so, ja, gut, ja. Ja. Ja, weil sie sollten ja jetzt so, na gut, dann fahren sie jetzt nur 18.000 Liter rüber oder was? Ich weiß nicht, wie viel wir drin haben. Na, 40.000. Auf der Wegen. Ja? Ja, dann nehme ich ihn noch, dann nehme ich dann doch noch einen mit. Oder? Aber wo soll das hin? Das geht zur Metzerei. Naja. Ein bisschen längerer Weg, oder? Ja, dann nehme ich mir mal einen mit. Dann fange ich beim zweiten an zu füllen. Na klar. Damit sie es nicht so schwer haben. Oh, wie freundlich von Ihnen. So ist er. Naja. Das neue Jahr beginnt mit Freundlichkeit und endet mit Mobbing. Das ist richtig. Nicht so schnell. Oh. Ja, ja, gut, ja. Jo, und wir. So ist er, jung, dynamisch, erfolgreich. Hm. Und auch nichts davon. Je nachdem. Ist auch mal so eine Ansichtssache. Na, also wie gesagt, zur Metzerei, dann wenn sie zurückkommen, holen sie das Zeug hier ab. Also holen Malz natürlich mit ab. Wenn ich an der Metzerei bin, logisch, was soll da hin? Eiskaffee oder was? Was? Ich fahre jetzt die Gerste zur Melzerei, dann hole ich bei der Melzerei Malz ab und der soll wohin? Der kommt hier mit zur Brauerei, aber bevor sie dann zur Brauerei fahren, machen sie einen Abstecher zu mir und nehmen den Hopfen noch mit, weil der auch dorthin muss. Wahnsinn. Ja. Logistik. Mhm. Da studieren Leute dafür. Lustig, brauche ich nicht, kann ich so. Mhm. Sag das mal dein Speditionsteam da. Ach, da ist keiner studiert. Ne? Ne. Hm. Ich dachte, die haben alle ihr Studium hinter sich. In Fachrichtung Speditionswesen und Logistik. In Fachrichtung auf die Nerven gehen, ne? Ich weiß nicht, die rufen dich in der Woche eben an und sagen dir, wo es hingeht. Einmal vor allem, weil ich an der Woche nur eine Tour fahre, ist logisch. Ja, kann ja sein, dass sie dir gleich einen Wochenplan geben. Aber da planen sie wieder nicht so weit vor, oder? Längst nicht, es geht heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage ändert sich alles innerhalb von einer Stunde. Kann sich die ganze Woche ändern. Ja, weil die nur am Computer hängen und rumspielen, ne? Transportpreis hoch, Transportpreis runter, auch schiebst du mal hier hin, mal dort hin, das sind die kleinen Spielkinder. Ja. Und weil dann bis sie dann mitkriegen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht richtig in der richtigen, quasi im richtigen Programm sind für die Spedition, sondern dass sie nebenbei Transportfieber spielen und dort die ganzen Preise kalkulieren. Ja. Dann hast du das Problem und dann kriegst du einen Anruf, wie du bist nicht in Dampflok 3. Dann guckst du blöd aus der Wäsche. Auf jeden Fall. Oh ne. Ich bin nicht in Dampflok 3. Ich bin doch Güterzug 5. Das ist eine E-Lok. Ach so. Dann darfst du ja in die Umweltzone reinfahren. Ja, ja. Speditionswesen. Aber das stelle ich mir auch nervös vor. Katastrophe. Also das ist ja im Endeffekt nur mit nackten Zahlen an dir, ne? So gesehen, ja. Und dabei noch eine gewisse, wie nennt man das, eine gewisse Art von Logik besitzen.
Ja, muss halt. Das kann ja Lehrverordnung stehen. Geht ja nicht immer nur um die Strecke an sich, sondern auch wohin es geht. Ob du von da aus wieder eine Tour irgendwo anders hinbekommst, weil wenn du zwischendrin dann eine zu lange Lehrfahrt hast, ist scheiße. Dann kommt es ja nicht immer nur auf die Länge an und auf die Strecke und wie viel es Kohle gibt, sondern dann ja auch aufs Gewicht noch letzten Endes, weil wenn der Fahrer mehr verbraucht und er muss per Gotthal fahren, kann es sein, dass du die zusätzlich gewonnene Kohle schon wieder in Sprit raushaust, weil der Fahrer zum Beispiel, wie es ja bei uns ist, der jetzt halt ein paar die fahren noch 4,20er. Da holst dann halt, wenn der über die Kasseler Berge muss, mehr raus als wie ich. Ja, weil das ist halt was anderes. Also wenn du jetzt mit 20 Stollenbirnen drüber brezelst. Halt ein Unterschied. Auch theoretisch mit einrechnen. Aber das geht bei uns meistens gar nicht, weil wir haben einen Disponenten für alle Fahrer. Ach so. Ja, manchmal müsste ich den Chef mit ein, dann geht's Chaos los. Ja, wenn er ein bisschen zu wenig oder zu viel Freizeit hat, dann kannst du nur hoffen, dass er nächsten Tag irgendeine Aufgabe für sich selber findet, dass er das lieber lässt. Nee. Naja, das sieht im ETS immer so einfach aus. Da hast du eine ganze Liste, ja, da kannst du dir sortieren. Dann nimmst du immer den Auftrag, der 100.000 bringt und dann fährst du. Oh, da gibt's keine Bedingungen an den LKW, da gibt's gar nichts. Ja gut, Bedingungen gibt's ja prinzipiell nicht, ne? Es ist ja immer so trailertechnisch dann halt noch. Ja, also, die Bedingungen halt. Ob du übers Dach laden musst, ob du eine Ladekante brauchst, ob du ein gewisses Zertifikat brauchst, ob der Fahrer Schulungen hat, zwecks ADR. Sowas. Ich hätte ja die Fahrer auf Futter durchfahren können, hätte ich den größeren ADR-Schein, aber. Also, weil wir fahren teilweise auch Feuerwerkskörper. Aber da brauchst du halt die Munitionsklasse und die habe ich nun mal nicht. Oder nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Hattest du ja eigentlich beim Bund gemacht, ne? Ja, die hatte ich. Weil die musst du auch alle so viele Jahre auffrischen, ne? Na, alle 2 Jahre, du musst das gefahren sein und das nachweisen. Ach so, okay. Also so war es damals, wie das heutzutage ist. Ich habe mich da auch nicht weiter informiert, weil eigentlich haben wir das nie gebraucht. Selbst den normalen ADR-Schein habe ich ja damals nicht gebraucht, weil ich Autoindustrie gefahren bin. Mittlerweile brauchst du ja auch in der Autoindustrie, weil ja Lithium-Ionen-Akkus, das ist Gefahrgut, ne? Ja. Und dann irgendwann kamen wir hier, wir brauchen einen Gefahrgutschein. Dachte ich, schön, dass wir meinen alten einfach auslaufen lassen haben. Hätten wir ja verlängern lassen können, aber da hieß es, nö, wir brauchen den nicht. Ja, und dann haben wir dann so, ne? Und dann musste ich mich dann 2 Samstage am Wochenende für nichts auf die Schulbank setzen und musste den ADR-Schein nachholen. So braumals soll ich rausholen, ja? Braumals, ja. Das andere ist auf Paletten. Das kannst du schlecht mitnehmen. Ach so, schön, also hätte ich ja gar nicht so einen Palettentrailer mitnehmen müssen. Ah. Ich hab doch gesagt, du sollst das Malz mitnehmen, nicht den Malzkaffee. Ja, und ich dachte, hier kommt alles auf Paletten raus, deswegen. Nee. Sag mal, wie lange spielen Sie die Karte jetzt schon? Ach, Sie können Fragen stellen, schreiben bestimmt die Zuschauer in die Kommentare. Ja, Braumalz habe ich ja noch nie rausgeholt, immer noch das andere. Hast du das immer gemacht? Ja. Also ich kenne das nur auf Paletten, was du da rausholst. Also der Malzkaffee. Ach so, ja. Ja, da sind sie schon mal zum Café Uno gefahren oder zum Café. Ja, zum Eiscafé immer. Ja, genau. Ist der Malzcafé überhaupt noch da? Nee, ne, das haben wir alles leer gemacht eigentlich. Doch, Malzcafé ist auch noch drin, aber nicht mehr so viel. Hm. 4700 Liter. Ja, es lohnt sich nicht. Wir haben aber auch keine Paletten mehr, dass wir irgendwas auffüllen können. Wir müssen erstmal die nächsten Paletten alle wieder bei der Brennerei und bei der Zuckerproduktion, weil da endet's und lief ja jetzt die ganze Zeit, wo das Sägewerk nicht ging, lief ja auch der Holzhandel nicht. Das ist richtig. Also ich habe da 30.000 jetzt hingebracht, zum Holzhandel, und da waren aber nur 1.000 vor uns fertig. Also, ich meine Palette, deswegen, das könnte dann schon alles ein bisschen ins Stocken geraten hier. Nur hoffen wir mal das Beste. Ja, ne, wir haben ja erstmal das, was wir wollten, das maximal Effiziente mit Geld, das wir im Wald uns leisten können, haben wir erfüllt. Die Schweine haben wir auch schon, dann nehmen wir dann den Mist, um wahrscheinlich noch Dings herzustellen.
Boss, entweder Baumsetzlinge, um den Wald dann irgendwann nachzupflanzen. Oder für die andere Produktion halt. Aber das ist bei der anderen Produktion, also quasi Saatgut und halt Düngerherstellung, ist es günstiger, wenn du das so zukaufst, anstatt dein eigenes zu nehmen. Das haben wir bis jetzt hier immer gemacht, oder? Ja. Ich habe immer nebenbei so ein bisschen zugekauft, damit es weiterarbeitet. Damit wir Dünger haben. Deswegen haben wir ja nur den Dünger im Lager bei uns. Ja, klar. Warum nicht? Passt. Passt, passt, passt. So. Irgendwo da rum. Da läuft das, da läuft das. So. Und den Braumalz dann jetzt wieder zur Brauerei, logischerweise. Ja, aber wie gesagt, vorher kommen sie hierher. Vorher komme ich hierher und nehme dann ihre drei Trailer noch mit, ne? Zwei. Zwei. Wo ich mit denen alles jetzt über der Kacke würde, und dann muss ich mal zwischenlagern. Ich bin ja vor Ausland theoretisch, das ist kein großer Umweg, aber da, du hast ja am Ende trotzdem dieselbe Länge. Das ist richtig. Das macht ja keinen Unterschied. Wie voll sind denn die Schwellerbesitze? Ja, jetzt schon an Grenzen. Dann hau ich Wie gesagt, das Schneidwerk ist ja nicht so groß. Ja. Dann hau ich aber erstmal kurz den Palettentrailer noch am Hof ab, weil ansonsten hab ich jetzt so eine Mischmasch-Kombi, das will ja auch keiner. Nee, das sieht doch blöd aus. Wahnsinn, wie dynamisch man hier durchs Dorf fegen kann, wenn kein Verkehr da ist. Naja, wenn sie alle noch pennen. Naja. Um 18:18 Uhr. Klar. Das sind alles irgendwelche Internet-Stars. Gab's damals im Osten. Naja, kennen sie. Die nicht vor die Tür gegangen sind. Ja, aber glaube ich keine Videos produziert. Also wenn, dann Videos nur vom Nachbarn. Einmal wenden. Die hat nur ein relativ großes Netzwerk, oder wie ist das? Ich glaube Stasi. Damit wurden die abgesichert rechtlich. Naja. Also, rum hier. Passt. So, naja. Wie gesagt, wir schauen jetzt mal, dass man. Jawohl, warte mal, wenn wir dann hier und da und da. Vielleicht haben wir in zwei Wochen die neue Version, schauen wir mal. Also nächste Woche definitiv noch nicht. Die Woche darauf könnte es was werden. So. Dann gucken wir uns mal die neue Version an, wie das mit dem Schlamm so ist und alles. Ah, es wird wieder ein Fest. Das wird wieder ein Fest, hier neu anzufangen. Waren sie sehr sparsam? Ist sind sehr sparsam. Schneller kann ich nicht, aber ich hab noch was. Ja, sehr schön. Ja, nicht bei mir dort. Ist klar, ich muss ausholen. Ja, ja, ich muss auch ausholen. Ach, du müsstest doch fast voll sein. Ach ne. 14.377 Liter. Ja. Reicht, um die Produktion dort wieder anzuwerben. Das stimmt wohl. So, mal gucken, ob das alles auf einen Trigger kam. Was schleppt schon? Aber wir diesmal hier rein. Aber sie hätten mir ihren Lärm zum Beispiel hier stehen lassen können, weil damit hätte ich schon genau voll machen können. Das ist richtig. Aber ich komme ja gleich wieder zu ihnen, so ist es ja nicht. Ich stelle ihnen das Zeug da wieder hin. Ja, hier kommt. Innerreicht. Innerreicht. Okay. Ja, lass ich ihn dann einfach in.
Das stimmt, ja, gut. Am Übrigen, wir haben dann doch keine Zuckerrüben angepflanzt, weil das Weiße da unten habe ich als Zuckerrüben definiert, aber das ist ja im Endeffekt nur der Hopfen. Okay. Also Zuckerrüben haben wir keine auf dem Feld aktuell. Wir haben jetzt kommen den. Dann hier drauf, würde ich sagen. Ja. Ja, bevor wir dann wieder so eine riesige Aktion machen, wie auf den anderen Feld, wo du ewig schon 3 Tage nicht fertig wirst. Ja, die Kartoffeln, ja, das habe ich schon nebenbei so gemacht. Das haben wir sicher gar nicht so extrem mitgekriegt. Ja, es hat eine Woche trotz all dem eine Woche gedauert insgesamt. Mhm. Und ich hab's dann ja jetzt in der Woche, wo sie erst den Sonntag dazu gestoßen sind. Was haben wir da hinten angebaut? Auf dem hintersten Feld, wo die Erdäpfel drauf waren, da ist jetzt laut Beschreibung, ist da, na hoppla, da ist Raps drauf. Ja. Jetzt haben wir zweimal Raps, aber schadet ja auch nicht, oder? Ja, bis zum Ende des Let's Plays brauchen wir definitiv dann kein Raps mehr. Okay. Weil es ist ja jetzt auch Diesel schon am Produzieren. Wir brauchen jetzt auch einiges, weil der Komposter läuft. Mhm. Und das Kalkwerk. Aber wir haben ja jetzt nur den schönen Wald. Das heißt, wir können ja die nächste Kohle, also es sind 111.000, für das Feld nebenan ausgeben. Können wir machen. Deswegen, das wäre ja in dem Sinne schon mal gar nicht so verkehrt. Nee. Deswegen. Also das Feld nebenan ist jetzt Feld 7 oder was? Ja, das ist das Feld 7 hier, was nebenan ist. Wir können das oben beim Hof, aber na gut, aber wenn das hier nebenan, das würde auch gehen. Ja, so steht hier nach dem. Gut, ist es Sonntag, es geht aufs Ende der Folge zu. Tradition bleibt natürlich auch in diesem Jahr 2020. Ich sag mal überhaupt 2020 oder 2020, ja. Bleibt natürlich auch bestehen. Das Wort zum Sonntag. Das erste Wort zum Sonntag im neuen, im neuen Anbruch des Jahrzehnts. Wie ich jetzt wieder? Nur klar. Ach, das immer ich. Was soll ich sagen? Vielleicht noch so ein Spruch aus dem hier tollen Dings hier so. Kommt im März die Sommerzeit, ist länger hell für Schwarzarbeit. Alles klar. Tschüss. Solltest du auf jeden Fall merken. Tschüss.